macht noch, das ist gut. Robin, es war ein durchwachsenes Spiel, würde ich mal sagen. Früh in hohen Rückstand, den 2-0 Rückstand geraten, dann wieder rangearbeitet, auch in Führung gekommen, dann Führung wieder verspielt. Wie hast du das Spiel gesehen? Bist du enttäuscht? Ja. Ja, war ein turbulentes Spiel. Also ich denke, wir haben gerade am Anfang viel geschlafen. Wir haben früh das 1-0 gegen uns bekommen. Ich glaube aber, dass wir im weiteren Spielverlauf viele Chancen erarbeitet haben, aber keine klaren. Und aber dann kurz vor der Halbzeit mit dem Tor, mit dem 2-1, nochmal Schwung mitgenommen haben, nach der Halbzeit gut nachgelegt haben. Und dann ist natürlich ärgerlich, dass man am Ende noch das 3-3 fängt. Ja, wie erklärst du dir den Spielverlauf? Ist schwer zu sagen. Also ich glaube, Kitt ist eine spielerisch starke Mannschaft, wo uns auch sehr gefordert hat. Und ich glaube, wir waren am Anfang einfach vom Kopf her nicht wirklich 100% da. Und dadurch sind wir dann schnell in Rückstand, schnell Unruhe drin gehabt. Und das war unser Problem heute. Zufrieden mit der Leistung, auch mit der eigenen? Ich habe zwar 2 Tore gemacht, waren 2 Elfmeter, aber wirklich zufrieden bin ich heute nicht. Wir haben zu viele Zweikämpfe verloren und dadurch auch das Spiel verloren eigentlich. Wie war die Vorbereitung in der Winterpause und mit welcher Einstellung geht ihr jetzt in die Rückrunde? War eine sehr mühsame Vorbereitung. Also wir haben wenig auf dem Platz trainiert, hatten wenig Einheiten, wenig Spiele. Sind natürlich überragend gegen Schöllbronn mit dem 5-0 reingestartet. Den Schwung konnten wir heute leider nicht ganz mitnehmen. Aber ich bin guter Dinge, dass wir dieses Jahr oder diese Rückrunde nochmal richtig Gas geben werden. Kannst du auch konkreter was sagen, was ihr euch als Ziel gesetzt habt, oder wollt ihr einfach schauen? Ihr habt ja 10 Punkte Rückstand vor dem Spiel gehabt auf den Zweitplatzierten. Ja, es ist ein großer Abstand, aber ich sage immer, im Fußball ist nichts unmöglich. Wir werden unser Bestes geben und dann müssen wir am Ende schauen, was rauskommt. Es gab sehr viele Spielabsagen jetzt in diesem Winter. Ist das für euch ein Thema? Ja, es war schon auch immer ein Thema. Es wurde viel diskutiert, auch im Training. War immer Unsicherheit mit dabei. Spielen wir heute, spielen wir nicht? Oder spielen wir am Wochenende? Und ich bin echt froh, dass jetzt wieder ein bisschen wärmer wird, dass wir wieder spielen können. Nächster Gegner, Neuburg Weiher. Was meinst du, wie ihr diese Aufgabe lösen könnt? Ja, wir spielen auch wieder auswärts. Ich glaube, es wird ein hartes Spiel. Es wird gerade wieder ein Spiel mit vielen Zweikämpfen. Wir müssen in der Woche uns gut darauf vorbereiten, schön Gas geben im Training und dann schauen, dass wir da auch die 3 Punkte mitnehmen. Robin, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön, schönen Sonntag.